Als am Eröffnungsabend am Hotelpool die Einkleidung der 25 Teams stattfand, war eine Schlacht schon geschlagen. Das ewig junge Duell zwischen den Hand- und Fußballern. Wenn 10 Fußballheroen auf 10 Handballlegenden treffen, und das bereits zum 6. Mal, dann kann man das schon mal Ryder Cup nennen. In diesem Jahr erstmals ausgetragen im Rahmen des GoFus Team Cup auf Mallorca. Aufwärmen mit Trash Talk. Ganz klar, wir Handballer sind als absolute Top-Favoriten hier. Ja! Und heute ist der Tag des Herrn. Wir haben uns extra heute Morgen noch mal zusammengesetzt, haben Teamsitzung gemacht, haben ein paar Videos geguckt von den Fußballern auch und läuft jetzt alles. Eine große Freude, mit denen hier den Ryder Cup zu spielen und denen zu zeigen, wer halt der bessere Golfer ist. Die Handballer in Schwarz, von links nach rechts, mit Welt- und Europameistern, Welt- und Kulthandballern, gegen die Fußballer in Rot, ebenfalls von links nach rechts. Angeber. Eine Top-Besetzung für ein ganz besonderes Sportereignis. Ja, das kann man so sehen wie der normale Ryder Cup beim Golf. Da ist ja auch einiges los mit vielen Zuschauern. Und wir haben viele Schlachtmonster mit aus Deutschland gebracht und die Fußballer müssen sich ja einpacken. Warm einpacken. Richtig warm einpacken. Zum Almabtrieb in der Bergwelt von Camp de Mar die Handballer nicht nur gewohnt giftig, sondern auch tierisch gut. Wie Uli, genannt Bulle Rot. Früher Kreisläufer mit Olympiasilber, heute Manager der Musiker von Pur. Er verbindet perfekt Golf und Voodoo-Zauber. Und schnell stand es 4:0 für die Handballer. Ja! Aber die Fußballer kamen zurück mit Christian Beek, der liebenswürdige Schlechter von Cottbus, und Magaz Meister-Co-Trainer Seppo Eichkorn. Zum Schlüsselspiel wurde das Match von Sky-Handball-Experte Martin Schwalb gegen Zweitliga-Ikone Stefan Blank. Ein Duell zweier gelernter Trickgolfer. Auch die mitgereiste Fachpresse hielt den Atem an. Ich muss feststellen, dass da immer wieder ganz herausragende Single-Handicapper dabei sind. Und ich dann frage, wie lange sie schon spielen, höre ich dann ja so ein, zwei Jahre. Das geht doch deutlich schneller als bei Otto Normalverbraucher. Fehlschüsse nicht ausgeschlossen. Bei einem hatte es zwischenzeitlich sogar im Hotelzimmer eingeschlagen. Ich komme aus dem Bad raus und dann klatscht den Ball gegen die Eingangstür von meinem Zimmer und wieder zurück. Unglaublich auch das Finale. Die Handballer brauchten noch einen halben Punkt. Schwalb auf der 18 1 down und vom Beton. Die Funken flogen, der Rest war Applaus. Übers Wasser aufs Grün. Match geteilt, Ryder Cup gewonnen. Und bei der Siegesfeier am Pool wurden die glorreichen 10 entsprechend besungen. Ich würde schon sagen, so ähnlich wie die Weltmeisterschaft ist das schon, weil es waren ja ganz, ganz starke Fußballer dabei. Eine außerordentliche Leistung von unserer Truppe und weiter so. Nächstes Jahr gibt es wieder auf die Ohren. Die Handballer hatten im ewigen Duell zum 3:3 ausgeglichen. Normalerweise spielen wir sie in Schutt und Asche. Mussten heute mit dem Handicap leben, dass Heribert Bruchhagen nicht dabei war. Halten wir aus, 12 Monate, aber im nächsten Jahr kriegen sie wieder den Sack voll. Eine Rechnung ist also schon offen für 2017. Aber im 15., dem Jubiläumsjahr der GoFus, zeigen sich die goldspielenden Fußballer so spendabel, dass sie auf Mallorca ihren Freunden vom Handball sogar den Ryder Cup überließen. Ganz anders die Situation am Morgen danach. Gemeinsam gegen alle anderen. FIRA Scramble beim GoFus Team Cup in Golf de Andratx. Bei bestem Wetter, bester Laune und bestmöglichem Golf. Sie gaben wieder alles und spielten sagenhafte Ergebnisse. Zum Abschluss einer erneut großartigen Saison für die GoFus und ihre Partner. Wie immer, fantastische Turniere, tolle Partys. Und wenn man von einem Jahresabschluss sprechen kann bei dem Wetter, dann ist, glaube ich, alles gut gelaufen. Und am Abend gab es dann Standing Ovations für die Sieger des GoFus Team Cup. Mit unglaublichen 45 Schlägen netto siegte das Team um Sat.1-Moderator Matthias Killing und holte sich die letzte große Trophäe des Jahres. Vor allem ist die Freude natürlich deswegen groß, weil da schon einige prominente Namen diesen Pokal nach oben gehalten haben. Norbert Dickel, Stefan Kretschmer, Marco Rehmer. Und jetzt stehst du hier mit dem Ding, das ist schon eine große Freude. Und das wurde entsprechend gefeiert. So kann es weitergehen. Die GoFus freuen sich auf ein hoffentlich ebenso erfolgreiches Jahr 2017.